Mit gut, du hast ein bisschen mehr Möglichkeiten, du kannst hier Ressourcen sammeln und ah, okay. Und du kannst hier Gegenstände bauen, um das Alien abzuwehren und sowas. Aber nicht, du kannst es nicht töten. Das heißt, du kannst es nur abwehren. Du hast auch einen Revolver für die anderen Gegner, die es hier noch gibt. Es gibt ja noch andere Gegner als wie nur das Alien. Der Flair aus dem ersten Alien-Film ist ja mal voll geil umgesetzt, auf jeden Fall. Also, die haben nicht gelogen, wie gesagt, was die Trailer anging. Das sieht wirklich so aus, ne, wenn man es hier so sieht. Also, Bombe. Und die Atmosphäre ist Hammer. Hallo Scoop, ich grüße dich. Tag zusammen. Wo hast du das Game bekommen? Es kommt doch erst Dienstag raus. Ja, ich habe schon seit Freitag, beziehungsweise ich hätte es Freitag bekommen, weil mein Spielehersteller es Donnerstag schon verschickt hatte. Aber Freitag war ja Feiertag. Ich werde mal in diese Richtung gehen. Obwohl mich interessiert, was da drin ist. Also gehen wir doch mal da rein. So, dann gucken wir mal. Wie gesagt, Let's Play Live Show jeden Freitag, jeden Samstag, 20 Uhr. Solltet ihr auf jeden Fall. Solltet ihr auf jeden Fall einschalten. Und falls ihr mich auf YouTube besuchen möchtet, Reflex GER. Reflex Germ. Für meinen YouTube-Channel. Achso, da kommen wir hier wieder raus. Achso, okay. Ist quasi nur, um uns so ein bisschen Schutz zu bieten, falls wir hier angegriffen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da oben rein müssen. Bah. Allein dieses Bild durch den Korridor zu gucken, ist schon Hammer. Jetzt wäre es angemessen, dass das Alien ihm entgegenkrabbelt, ja. Ich glaube, wir sind richtig. Oh! Speichere ich jetzt oder speichere ich erst danach? Ich glaube, ich speichere jetzt erst. Bevor ich den Knopf drücke. Wenn ich da was drücken muss, ich weiß es ja nicht. Keine Ahnung, werden wir ja sehen. So, aber ist schon cool gemacht, dass man während des Speicherns echt aufpassen muss, dass das Alien nicht in der Nähe ist. So. Dann schauen wir doch mal. Das ist, glaube ich, das. Das ist das. Und dann kommt das. Und dann kommt das. Boah, jetzt wird ja immer mehr. Jetzt sind schon vier mittlerweile. Vier Symbole. Bereit für Aktivierung. Ob das so gut war? Ah, wisst ihr was? Ich speichere nochmal. Scheiße, geht nicht. Wieso kann ich nicht speichern? Scheiße. Ich darf nicht speichern. Okay, ich habe zu viel wahrscheinlich gespeichert. Naja, dann benutzen wir hier mal den Sicherheitsgenerator und gucken wir mal, wo wir hinkommen, bevor wir den Androiden freischalten oder aktivieren. Das. Ja, so. Ui. Ah, okay, ist das andere. Was ist das denn hier? Ein Sensor einsammeln. Du kannst ruhig sterben, da habe ich nichts gegen. Spitting! Jetzt, wo sie mich gefeuert haben, müssen sie von ihrem Thron runterkommen und selbst mit anpacken. Die Leute von der Sevastopol-Stilllegung haben Zugriff auf das Lager, aber es muss über alles Buch geführt werden. Nehmen Sie den Bedarfsandroiden. Schmeißen Sie ihn an, lassen Sie ihn aus seiner Kiste und schauen Sie ihm zu. Genau wie ich, was? Wenn Sie das hier lesen, sitze ich, sturzbesoffen. In Gillians Bar. Gillians Bar, genau. Sie wissen das vielleicht schon, aber für sie zu arbeiten war die Hölle. Das ist das Beste, was mir je passiert ist. Simmons. Aufzug außer Betrieb. Ich habe soeben eine weitere Nachricht von Speeding erhalten bezüglich des defekten Aufzugs vor dem Androiden-Untersuchungsraum. Meine Leute haben tausend andere Sachen zu tun. Die Reparatur findet also nicht rechtzeitig zum VIP-Besuch statt. Wenn Spitting eine Priorität
sein möchte, sollte er vielleicht ein weniger großes Arschloch sein. Der Job ist leicht. Ich kann ohne nachzudenken sagen, dass die Teile im Komponentenlager sind Reihe 1, Stapel B. Wenn Sie es nicht finden, fragen Sie den Bedarfsandroiden, solange Sie mich in Ruhe lassen, Chief. Spedding hier. Sie wussten ganz genau, dass das die letzten Kaufinteressenten für Sevastopols Apollo-System waren und Sie haben die Androidenvorführung total vermasselt. Sie haben kein Interesse. Also kann ich meinen Bonus vergessen, Sie Ihren 50-prozentigen Anteil und ich will gar nicht wissen, was das für die Schlipsträger oben bedeutet. Das hat mich angekotzt. Aber wissen Sie, was mich noch mehr ankotzt? Ich darf auf Sevastopol bleiben, um die Androidenstilllegung zu beaufsichtigen und Sie können heimgehen. Hoffentlich haben Sie keine Albträume auf der Rückreise, Idiot. Okay. Anscheinend kommen wir in diesen Raum, kommen wir anscheinend nicht rein. Denn, da ist irgendwie Gas. Ist auch ein bisschen unlogisch, weil der Raum ist hier auch offen. Da kommen wir irgendwie nicht rein. Da kommen wir wahrscheinlich später rein. Denke ich mal, oder hoffe ich mal, dass es so ist. Dann gucken wir doch mal. Also, weiter geht's. Im Text. Wir müssen den Androiden starten. Bin ich ganz ehrlich. Benimm dich. Greift er mich jetzt an, oder? Boah, sowas möchte ich nicht erleben, bin ich ganz ehrlich. Kann ich denen irgendwas ich kann sagen? Ihnen helfen. Ah. Ich brauche einen Kompressionszylinder. Komponentenlager Reihe 1, Stapel B. Bitte folgen Sie mir. Aber okay. Mach nicht so einen Krach, ja? Mach nicht so einen Krach, ja? Es ist hier ungemütlich, es ist hier nicht schön. Entschuldigung. Ich habe das ungute Gefühl, dass es hier gleich mordsmäßig. Alter, was ist das denn? Wir sind da. Der Kompressionszylinder befindet sich am Ende dieser Reihe. Ja, ich werde da aber wahrscheinlich nicht lang gehen können, weil da Strom ist. Ja, er kann da einfach durchlatschen. Oh. Oh. Oder auch nicht. Naja gut, dann hat sich das mal so eben mit ihm erledigt. Was kann man denn hier machen? Nach oben, nach unten? Hat das irgendwie einen Sinn? Oh, da kann ich was sagen. Okay, da komme ich nicht dran. Dann werden wir doch mal schauen. Ist das ein Rätsel? Aber ich kann hier nicht springen. Springen kann ich an dem Spiel nicht. Hm. Okay. Gut, dann werden wir mal durch den Schacht gehen. Ich glaube, ist die Alternativlösung jetzt gerade. Und schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Da lacht auch was, ne? Schrott. Go, Sascha, go! Wir kommen hier gar nicht weiter. Ja, supi. Das heißt also, wir müssen hier irgendwas tun, um hier weiterzukommen. Die Frage ist nur, was? Der arme Kerl. Oh, was liegt hier? Okay, haben wir schon alles. Haben wir eigentlich irgendwas? Können wir irgendwas herstellen? Oh, ein Geräuschmacher. Sehr schön. Ich drücke immer die falsche Taste, ihr merkt's. Gib mein S, gib mein A. Und noch ein Geräuschmacher, natürlich. Je mehr wir haben, desto besser ist das. So, MP-Mine, Cocktail-Medikits, Elektroschocker, gut, so. Da müssen wir mal schauen, wie wir jetzt hier weiterkommen. Ich glaube, hier geht's auch nicht weiter, ne? Ne. Hä? Was hat das denn für einen Sinn, wenn wir hier die...
gesperrt. Okay, jetzt ist ganz oben. Jetzt können wir da nichts mehr tun. Hier können wir gar nichts machen. Können wir hier irgendwas machen? Es geht nur nach oben, ne? Oh, fuck. Scheiße, da lag was. Okay, ist auch gesperrt jetzt. Ach so, jetzt geht's... Hä? Ach, nach unten geht's auch, okay. Dann fahren wir nochmal nach unten und holen uns nochmal das Teil hier. Den Sensor. Dann haben wir den. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Jetzt verstehe ich's auch. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, wie das funktioniert, aber ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob das so läuft, wie ich mir das vorstelle. Moin, welchen Kapitel bist du denn? Du, kein blassen Schimmer, ich weiß es nicht, wie weit ich hier im Spiel bin. Ich weiß auf jeden Fall schon, dass ich sehr, sehr weit bin, glaube ich zumindest. Und dass ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kann es schlecht einschätzen. Also von der Story herlein kann ich sehr, sehr schlecht einschätzen. War das jetzt überhaupt nötig, dass ich das Ding runtergefahren habe? Nee, ne, anscheinend nicht. Ist ja wieder typisch. Er hat gesagt, am Ende des Ganges ist dieses... Wo soll das denn sein? Ist das hier rein? Sehr gute Streaming-Qualität. Ja, vielen, vielen Dank. Aber ich bekomme ja bald eine bessere Qualität sogar noch. Weil ich habe ja nur eine 6000er-Leitung, wo nur 4,5 ankommt. Und freut mich natürlich, dass die Qualität angenehm ist für euch. Zu gucken. So. Hallo? Hier ist aber auch nichts. Hier komme ich auch nicht weiter. Hä? Das Teil hat 18 Kapitel. Ja, okay. Ich kann aber nicht sagen, welchen Kapitel ich gerade bin. Das weiß ich nicht. Und bitte nicht zu viel spoilern. Oder hat das irgendwas damit zu tun, dass wir die Dinger runterfahren müssen, vielleicht? Ja, Moment. Hallo? Ja, ich guck mal eben. So, jetzt habe ich hier... Ach, hier! Schalter betätigen. Und jetzt? Ach so. Können wir jetzt hier irgendwas machen? Wo müssen wir denn jetzt hin? Jetzt haben wir den Strom ausgeschaltet. Und er sagte vorhin, dass wir hier lang müssen. Okay. Unten ist gesperrt. Ist die einzige Wand, die wir nicht runterfahren können, ne? So wie da drüben. Laut Navi ist es hier irgendwo. Ah, ich glaube, das ist wahrscheinlich hier im Regal irgendwo am Liegen. Denke ich mir mal. Weil es ist ja ein Archiv. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass, dass hier im Regal, genau, dass im Regal irgendwas drin liegt. Wolfram, hi! Ich grüße dich! Da ist es. Sehr schön. Wunderbar. Puh, ja, vielen Dank für die Tipps. So, weiter geht's. Oh mein Gott, wir müssen wieder zurück. Und ich habe jetzt schon Bammel. Und ich habe schon länger nicht mehr gespeichert. Jetzt wird Zeit, dass ich mal wieder speichere. Ja, ihr werdet mich jetzt wahrscheinlich wieder verfluchen, aber ich werde jetzt speichern. Falscher Raum. Der war oben, ne? Aber ich gehe da lieber auf Nummer sicher, wenn ich was gesammelt habe, und speichere lieber ein wenig.
Sehr schön. So, sicher ist sicher. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir da schon mal diese Spule haben. So. Nix sprechen, durch, nix speichern, durchlaufen. Ja, natürlich. Wo müssen wir denn nochmal hin? Da lang, ne? Genau. Oh mein Gott. Ich weiß, wo wir hin müssen. Ich werde aber nicht da durch die Mitte gehen, sondern ich werde wieder denselben Weg zurückgehen, wie ich gekommen bin. Wenn ich jetzt nochmal wüsste, wo der war, der Weg. Ich glaube, hier lang war das. Ich bin mir aber nicht ganz schlüssig. Hallo? Ja, wie gesagt, Let's Play Live Show. Freitag, Samstag immer 20 Uhr einschalten hier auf dem Stream. Einfach LPLS. Freitags um 20 Uhr und samstags um 20 Uhr suchen. Let's Play Live Show. Und... Ach, jetzt kann ich Bräune hier speichern. Ist ja Quatsch. Ja, kann den noch einer mal bannen? Oder... Ach, wisst ihr was? Ey, komm... Mein Gott, ihr seid doch alles hier Dings. Für einmal so ein Dings gibt doch sofort einen Bann. Wo ist denn das Problem? Da gibt man mir sofort einen Bann. Sofort. Das ist genauso wie der eine. Sofort Bann. Was ist denn los? Sofort. Sofort Bann. Underworld, bist doch hier Mod. Was ist los? Immer Bann. Aber sofort, sofort weg mit solchen Leuten. Sowas brauchen wir hier nicht. Das ist eine Unterhaltungssendung, ja? Ich sag schon Sendung dazu. So. Also, weiter geht's. Nicht und vor allem auch nicht dagegen irgendwie noch was sagen hier oder so, hier artig oder so, shut up. Gar nichts darauf erwidern, sondern einfach bannen und fertig. Als Mod muss man einfach drüber stehen und auch ich bann solche Leute sofort ohne Widerworte. Dann wissen sie, was los ist. Die können zwar noch zugucken, aber nichts mehr schreiben, dann sind sie selber schuld. Na? Weil sowas brauchen wir hier nicht. Dass die Idioten hier ihren Scheiß kundtun müssen, das wissen wir. Einige Leute, die gibt's halt, die müssen halt ihren Rotz kundtun. Hallo Hell Angel, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show heute an dem so schönen Sonntag Nachmittag oder Sonntagabend ja mittlerweile jetzt schon. Und heute Sondersendung hier im Livestream. So, wenn ich jetzt noch den Weg finde, wie ich gegangen bin, dann wäre das nochmal super. Wer bann ich oder was? Gutes Spiel, Dankeschön. Freut mich zu hören. Wie gesagt, könnt mich auch gerne besuchen auf meinem YouTube-Channel. Reflex GER. Findiges Stammzuschauer werden den wahrscheinlich gleich mal reinschreiben. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, von wo bin ich denn gekommen? War das von hier? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war hier. Weil der Nightbot funktioniert ja leider nicht heute. Ich glaube, wir sind richtig, ne? Ja. Das klappt sehr gut bis jetzt. Das klappt sehr gut. Ja, man kann das Alien nicht töten. Es ist nun mal so, es ist wie bei Outlast oder Daylight. Kann man am besten mit vergleichen. Es ist halt ein Überlebensspiel. Ne? Es geht halt nicht darum, diese Dinge zu töten. Ich weiß gar nicht, warum die ganzen Leute immer dran denken, ah, ich muss es töten, ich muss was töten. Ich finde diese Atmosphäre, die das Spiel schon wirft, dass man hier dieses... Oh, dieses... Man hat immer das Gefühl, da steht jemand hinter einem und solche Geschichten... Das ist... Jetzt speichere ich wieder übrigens. Das ist schon verdammt gruselig und ich finde es gut eingefangen. Ja. So, und bevor wir jetzt hier den Kompressionszylinder einsetzen für den Aufzug, würde ich sagen, habe ich ja gespeichert. Und wir machen jetzt hier eine kleine Pause. Und, weil wir brauchen eine große Pause, weil wir haben jetzt schon länger keine Pause gemacht, seit 2 Stunden keine. Und,
Hallo, echt ganz geiler Stream, top. Ja, vielen, vielen Dank. Wie gesagt, wir machen eine kleine Pause. Ich werde natürlich hier in Deckung gehen, weil ich hoffe natürlich nicht, dass das Alien kommt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Und kleine Raucherpause, Trinkholpause und würde sagen, bis gleich. So, und bevor ich jetzt vor lauter Durstigkeit jetzt hier umfalle, werde ich mir nochmal einen Schluck nehmen. Prost zusammen und erstmal Hallo, dir Killer, ich grüße dich. So, weiter geht's. Wir haben den Kompressionszylinder, den wir jetzt einsetzen für den Fahrstuhl. Da würde ich, glaube ich, meinen Finger nicht reinpacken. Ist das geil animiert. Puh, Ziel abgeschlossen, sehr schön. Wir fahren mit dem Fahrstuhl in den Keller, oder? Ne, nach oben, glaube ich. Habe ich jetzt so die Vermutung. Ich finde es immer scheiße, wenn Fahrstühle mehrere Türen haben. Da kann ich mich nicht entscheiden. So. Ja. Was haben. Oh, sehr schön. Speichern. Ja, Crypetico? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Freitags und Samstags immer ab 20 Uhr. Alter, was ist das denn? Schweben die? Nee. Ach, das war gerade ein Grafik. Ah, okay, das wurde jetzt erst nachgeladen. Okay. Was? Was ich sonst noch zocke? Ach, jede Menge Sachen. Ich glaube, ich sollte hier nicht sein. Ich werde aber, glaube ich, hier lang gehen, weil da vorne ist ein bisschen mehr Schutz. Da habe ich ein mehr. Wir machen die Typen so ein bisschen zu. Machen mir ein bisschen Sorgen, weil die da oben stehen. Alter, was ist das hier? Hallo? Ein Keller in einer Raumstation, wie geil. Sind das echte Menschen? Ja, das sind echte Menschen. Sind das unsere Kollegen oder? Hier kann ich aber nichts tun. Da unten ist was mit grün. Da kommen, gehen wir mal rein. Wow! 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 Okay, probieren wir den Revolver aus. Okay, das hat ja wunderbar geklappt. Jede Kugel zählt. Trophäe erhalten. Oh, das sind nicht die Roboter, das sind Menschen gewesen. Türzugriff werden wir machen. Und ich werde nicht da nach oben gehen, sondern hier links. Taugt das Game? Ja, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Wie kann ich denn nachladen? Gar nicht? Okay. Auf jeden Fall, das Game ist der Hammer. Ich sag nur, hol's dir. Definitiv, du wirst Spaß haben damit. Das ist total geil. Atmosphäre, grafisch, Horror pur. Fängt auf jeden Fall alles das ein, was die ersten Alien-Filme so hatten. Freundschaftsanfragen nehme ich immer wieder gerne an. Ich habe ja schon so viele auf meiner Liste. Ich komme da gar nicht mehr zu, die ganzen anzunehmen, alle. Ich habe schon so viele.